Guten Abend. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen den Film nahebringen soll, den Sie heute Abend sehen werden. Stalker, Stalker von Andrei Tarkovsky. Das ist so ein gewaltiges, bildgewaltiges, mysteriöses Opus Magnus, dass es nicht weit führt, da einführend groß was in Worte fassen zu wollen. Wie kaum ein anderer ist das ein Film, in dessen Bildsog man eintauchen muss, der so hypnotisch ist, dass man sich dem auch einfach nicht entziehen kann. In dem Genre des Science-Fiction-Films gibt es ja nicht so viel wirklich bedeutende Werke, neben Metropolis seit 2001 und Blade Runner, auch der neuen Fortsetzung von Blade Runner. Da hat der Tarkovsky sowohl mit Solaris nach dem Roman von Stanislaw Lem und hier mit Stalker nach einer Erzählung der Brüder Arkady und Boris Strugatsky gleich zwei große Klassiker des Genres geschaffen. In dieser apokalyptischen Zukunft konnte er so frei erzählen, wie das in keinem anderen Territorium möglich gewesen wäre, als eben in diesem Gelände des Films der Zone, wie sie genannt wird, in dieser unbegreiflichen metaphysischen Landschaft, die entweder von Außerirdischen besucht worden ist, wo die ihre Spuren und Kräfte hinterlassen haben, oder die von anderen unerklärlichen Mächten beseelt ist, oder die prosaischste Lösung, die von einem Meteoriteneinschlag heimgesucht wurde. In diese illegale und militärisch abgesperrte Zone führt im Film also der Stalker, der Kundschafter, Pfadfinder, Fremdenführer, wie immer Sie den nennen wollen auf Deutsch. Der führt da zwei Menschen hinein, den Schriftsteller und den Professor, stellvertretend für Sie alle, für uns alle, um sie in das Innerste, Geheimnisvollste, in das Zentrum der Zone, den Raum der Wünsche, zu führen. Tarkovsky hat diesen Film, unfassbar, gleich zweimal gedreht. Die erste Fassung wurde zu einem großen Teil vernichtet. Ein Fehler des Kopierwerks, sagen einige. Andere sind sicher, dass Tarkovsky selbst die Zerstörung des Negativs hat anordnen lassen, um den Film nochmal von vorne anfangen zu können. Auch das gehört zu den großen Mysterien des Films. Ich möchte Ihnen lieber was vorlesen, was Tarkovsky selbst zu seinem Film gesagt hat. In der letzten Szene des Films ruhen sich nämlich die drei Männer in einem Café nach ihrer Expedition aus, als die Frau des Stalkers erscheint. Tarkovsky sagt, sie ist müde von all den Erschöpfungen ihres ganzen Lebens und von all dem, was sie durchgemacht hat. Ihre Ankunft lässt unsere Helden etwas Neues erfahren, etwas Unerklärliches und Erstaunliches. Sie haben Schwierigkeiten, auch nur entfernt die Gründe zu erfassen, warum diese Frau, die so viel wegen ihres Mannes gelitten hat, die durch seine Schuld ein krankes Kind geboren hat, warum diese Frau ihn immer noch mit derselben grenzenlosen Großmut liebt, die sie für ihn gefühlt hat, als sie beide jung waren. Ihre Liebe, ihre Hingabe, das ist genau das Gegenteil zu dem Mangel an Glauben, der geistigen Leere und dem Zynismus, unter dem die drei Männer bis jetzt in dem Film gelebt haben. Am Ende erst verstehen sie, die Liebe eines Menschen ist das eigentliche Wunder, welches alles trockene Theoretisieren und die ganze Hoffnungslosigkeit dieser Welt überwindet. Diese Liebe, dieses Gefühl ist eine unbestreitbare positive Kraft in jedem von uns. Das ist es, worauf der Mensch beruht, was für immer sein Innerstes ausmacht. Das war Originalton Tarkovsky. Sie sehen jetzt einen Science-Fiction-Film, der ohne Spezialeffekte auskommt, bis auf einen einzigen kleinen Moment am Schluss, an dem ein Kind scheinbar durch telepathische Kräfte ein Glas sich in die Luft erheben lässt. Die Zukunft entsteht hier in Stalker nicht aus künstlich produzierten Welten, nicht mit digitalen Mitteln, sondern ausschließlich an
Originalschauplätzen real gedreht. Der Film wurde an allen möglichen Industrieruinen und in tödlich verletzter Natur gedreht. Davon gab es in der Sowjetunion viele. Eines der Schauplätze war eine verlassene Chemiefabrik. Und es heißt, dass viele Teammitglieder, darunter auch Tarkowskis Frau, an den Folgeschäden gestorben sind, weil sie da allen erdenklichen Giftstoffen ausgesetzt waren. Womöglich starb auch Tarkowski selbst an den Folgen dieses Drehorts, als er an seinem Lungenkrebs gestorben ist. Dass also alles wirklich ist, tatsächlich gefährlich und doch alles im Inneren stattfindet, nicht nur in der Einbildung und Fantasie seiner Hauptfiguren, sondern auch in ihrem Inneren. Das macht die ungeheure Wucht dieses Filmes aus. Wie kein anderer Film vorher hat er mir gezeigt, wie sehr ein Film auf der einen Seite gedreht, also gemacht wird, und auf der anderen die Augen und die Seele des Zuschauers braucht, um da erst zu entstehen. Bis zum nächsten Mal.